Der Glaube, dass die Sterne unser Leben beeinflussen können, existiert seit der Antike. Das im Westen verbreitete astrologische Horoskop hat seine Ursprünge in mehreren Kulturen, wobei die babylonische Astrologie, die ägyptische Mathematik und das mystische und philosophische Denken der Griechen Pate standen. So entstand das Zodiakus-Horoskop. Das Wort Zodiakus bedeutet Kreis der Tiere. Diese Wesen sind in den am Himmel zu beobachtenden Sternbildern dargestellt. Und der Ursprung dieser Wesen ist mit verschiedenen Geschichten aus der griechischen Mythologie verbunden. Das Zeichen Widder wird durch einen Widder dargestellt. Dem griechischen Mythos zufolge war Phrixus, Prinz von Böotien, das Ziel einer Verschwörung seiner Stiefmutter, die ihn töten wollte. Hermes erhörte die Gebete der Mutter des Prinzen und schickte einen goldenen Widder, um den Prinzen Phrixus und seine Schwester zu retten. Doch während der Reise durch die Lüfte stürzte die Prinzessin vom Widder und ertrank in den Fluten des Meeres. Als der junge Mann die Region Kolchis erreichte, opferte er das schöne Tier zu Ehren der Götter. Die goldene Wolle wurde zum Objekt der Begierde von Königen und Helden, wie den Argonauten. Für seine Dienste wurde das goldene Lamm am Himmel in Form des Sternbildes Widder geehrt. Das Zeichen Stier steht für die Verwandlung von Zeus in einen Stier, um die Prinzessin Europa anzulocken und zu entführen. In seiner Stiergestalt näherte sich Zeus der Prinzessin und sie war von dem schönen Tier begeistert. Mit Hilfe ihrer Freunde kletterte sie auf den Stier, der die Prinzessin zu einem Ritt mitnahm. Zuerst hatte Europa viel Spaß auf dem Stier und ritt auf den Wellen. Doch Zeus nahm sie gegen ihren Willen mit auf die Insel Kreta. Das Paar vereinte sich und gebar einen edlen Nachkommen, darunter König Minos, der später die Insel Kreta, das Land des furchterregenden Minotaurus, regierte. Das Sternbild Stier zeigt in den Sternen eine weitere List des Zeus. Das Zeichen Zwillinge wird mit dem Mythos der Brüder Castor und Pollux in Verbindung gebracht, den Brüdern von Helena von Troja und den Söhnen von Leda und Zeus. Zeus verwandelte sich in einen Schwan, um Leda zu verführen. Und die Zwillinge wurden aus einem von ihrer Mutter gelegten Ei geboren. Die Zwillinge wurden zu großen Helden, aber Castor starb in den Armen seines Bruders nach einem Kampf gegen Rivalen. Verzweifelt bat Pollux Zeus, seinen Bruder wieder zum Leben zu erwecken. Der Gott schlug vor, dass er und sein Bruder ihre Tage auf der Erde abwechselnd verbringen sollten. Er stimmte zu und die Brüder begannen abwechselnd in demselben Körper zu leben. Das Sternbild der Zwillinge symbolisiert die brüderliche Liebe zwischen den beiden Söhnen des Zeus. Das Zeichen Krebs wird durch eine Krabbe symbolisiert. Die Kreatur wird mit dem Mythos von Herkules in Verbindung gebracht, der gegen die mächtige Hydra von Lerna kämpfte. Der Held war kurz davor, die Kreatur zu besiegen, und so wurden die Krabben von der Göttin Hera geschickt, um der Hydra im Kampf gegen Herkules zu helfen. Trotz ihrer Bemühungen konnten sich die Krabben nicht mit Herkules messen und wurden besiegt. Die Göttin honorierte die Bemühungen der Kreaturen, indem sie sie im Sternbild des Krebses unter die Sterne setzte. Das Zeichen Jungfrau wird mit der Göttin Astraea in Verbindung gebracht, der Tochter von Themis, der Göttin der Gerechtigkeit. Sie verkörperte Reinheit und Unschuld und galt als eine gerechte und unparteiische Gottheit. Anfangs lebte sie unter den Menschen und versuchte, die Gerechtigkeit zu fördern. Doch während der Eisenzeit wurden diese so korrupt, dass die Göttin beschloss, die Erde zu verlassen und in den Himmel aufzusteigen, wo sie zum Sternbild der Jungfrau wurde. Das Zeichen Löwe wird mit dem Mythos des Helden Herkules und seinen 12 berühmten Taten in Verbindung gebracht. Der nemeische Löwe terrorisierte die Region. Herkules wurde ausgesandt, um die Kreatur zu bekämpfen, die für undurchdringliches Fell bekannt war, dem keine Waffe etwas anhaben konnte. Herkules stellte sich der Bestie mit großem Mut in einem heiß umkämpften Kampf. Der Held erdrosselte das Tier schließlich und trug die Haut des nemeischen Löwen als Mantel. Dieser Sieg wurde unter den Sternen im Sternbild des Löwen verewigt. Das Zeichen Waage wird durch die Waage von Themis, der griechischen Göttin der Gerechtigkeit und des Gleichgewichts, symbolisiert. Die Göttin ist bekannt für ihre Weisheit bei der Verteilung von Gerechtigkeit, da sie den Guten gegenüber barmherzig und den Verbrechern gegenüber unversöhnlich ist. In späteren Darstellungen erschien sie mit einer Augenbinde, um zu zeigen, dass alle vor der Gerechtigkeit gleich sind und dass ihr Urteil unparteiisch ist. Die Waage der Göttin blieb für immer am Himmel im Sternbild der Waage. Das Zeichen Skorpion
wird mit dem Mythos von Orion und Artemis in Verbindung gebracht. Er war ein Riese und ein großer Jäger. Daher hat er eine ausgezeichnete Beziehung zu Artemis, der Göttin der Jagd, die eine besondere Zuneigung zu Orion hegte. Einigen Versionen des Mythos zufolge glich diese Beziehung zwischen den beiden fast einer Romanze. Um die jungfräuliche Reinheit seiner Schwester zu bewahren, schickte Apollo, der Bruder der Göttin, einen Skorpion, um Orion zu töten. Orion und der Skorpion starben während des Kampfes. Beide wurden in den Sternbildern Orion und Skorpion verewigt. Das Zeichen Schütze ist ein Zentaur mit einem spitzen Bogen. Dieser Zentaur war Chiron, der weiseste seiner Art, ein großer Ausbilder von Helden. Er bildete Figuren wie Achilles und Jason aus. Nach seinem Tod durch Herkules wurde Chiron in das Sternbild Schütze verwandelt. Aber seine Taten wurden nie vergessen und seine Gestalt wurde in die Sterne eingebrannt. Das Zeichen Steinbock wird durch die seltsame Figur einer Ziege mit Fischschwanz symbolisiert. Diese Figur wird mit dem Mythos von Pan, dem wilden Gott, in Verbindung gebracht. Im berühmten Mythos von Typhon, dem Ungeheuer, das die Götter herausforderte, verkleideten sich viele Gottheiten als Tiere, um dem Ungeheuer zu entkommen. Pan sprang ins Meer, um dem Zorn des Ungeheuers zu entkommen, und entwickelte einen Fischschwanz, um zu fliehen. Einigen Gelehrten zufolge stellte das Sternbild des Steinbocks die Metamorphose Pans dar. Obwohl es wie ein Tribut an eine feige Tat erscheint, war Pan einer der wenigen Götter, die zurückkehrten, um Zeus im Kampf gegen Typhon zu helfen. Das Zeichen des Wassermanns erinnert an den Mythos von der Entführung des schönen Ganymedes. Er war so schön, dass er von Zeus entführt wurde, um den Göttern des Olymps zu dienen. Er löste Hebe als Mundschenk der Götter ab. Seine Aufgabe war es, die Becher und Krüge der Götter mit Nektar der Unsterblichkeit und Ambrosia zu füllen. Aber Ganymed war ein Prinz von Troja. Seine Eltern waren verzweifelt über das Verschwinden ihres Sohnes. Um die Trauer der Eltern von Ganymed zu besänftigen, schuf Zeus das Sternbild Wassermann, damit sie, wenn sie in den Himmel blickten, sich an ihren Sohn erinnern würden. Das Zeichen der Fische wurde durch zwei Fische symbolisiert. Aber wusstet ihr, dass diese Fische die Götter der Liebe und der Leidenschaft, Eros und Aphrodite, sind? Als das mächtige Ungeheuer Typhon Zeus besiegte, flohen mehrere Götter aus dem Olymp. Unter ihnen waren auch Aphrodite und ihr Sohn Eros. Um dem Ungeheuer zu entkommen, verwandelten sie sich in Fische und schwammen nach Ägypten, wo ihre Göttlichkeit anerkannt wurde. Die Flucht der Liebesgötter aus Griechenland wurde am Himmel im Sternbild der Fische verewigt. Kanntet ihr schon den Ursprung eures Sternzeichens? Was haltet ihr von der Geschichte darüber? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und zu liken. Bis zum nächsten Mal.